Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Dann wollen wir mal. Ich glaube, mit brauchen. Ah ja. Gut, wir fragen sie trotzdem. Weiß, was einfällt. Ah ja. Hi. Schieß los, Clive. Was steht an? Tja, eine kurze Reise. Und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme? Bitte? Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für? Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Bitte? Jetzt übertreiben sie aber. Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Ah, ja. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht und uns deswegen mehr Feuer unter dem Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Ah ja. Womit wir wieder beim Aggregat wären. Deswegen muss die Enterprise heißen. Ich habe in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Ah, ja. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ui. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann, wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Dann geht das schneller und wir können zusammen reisen. Darauf habe ich gehofft. Ah ja. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. War mir klar. Das Aggregat hat drei Hauptkomponenten. Mhm. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Mhm. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Ah ja. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Alle drei. Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Okay. Zeig sie einfach Schledern. Der macht das schon. Das war mir klar. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Ja, das glaube ich. Verlangt doch keiner. Wir sind ja nur der Bote. Die Enterprise also. Also unsere eigene Version. Mits-Version. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wo ist unsere Version von Picard? Oder haben wir etwa einen Pike? Ich glaube, das werden wir noch rausfinden. Ich habe eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Matt. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Wenn sag du... Schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das verzögern willst? Hier. Wenn du den Bau verzögern willst? Ich glaube nicht. Du möchtest doch sicher auch mit der Enterprise fahren. Bei Quico's irgendwann mal. Bart. Ja. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Ja. Und zwar von euch. Okay. Hol mal Geoff und Otto her, ja? Ist gut. Na dann. Schieß mal los. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Ja, irgendwie schon. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was kann. Ich kann. Und was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Deswegen ja. Müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Mhm. Übernehmt ihr das?
besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Ach, die finde ich. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Okay. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Ja, ja, machen wir. Mal wieder einer der leichteren Aufträge. Sag du, wer mit dir den Sand besorgt. Klar, Gav ist ein guter Kämpfer, aber so charmant wie ich ist er natürlich nicht. Also ich würde ja gern Gav mitnehmen, ne? Hin. Eins ist jedenfalls sicher. Du wirst so oder so in schlechtester Gesellschaft sein. Was? Nein. Das würde ich nicht sagen. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Ja. Wer von den beiden ist denn jetzt der holde Auserwählte? Ich nehme Gav mit. Gav, komm mit mir. Den Charme kann Otto alles bei dem da. Händler beweisen. Und wo finden wir denn jetzt diesen Stern? Ich mag Gav, der ist cool. Im südlichen Teil der Weltkreu gibt es einen Fluss. Mhm. Haltet an seinen Ufern nach schwarzem Sand Ausschau. Ja, das kriegen wir hin. Im Süden der Weltkreu, ja? Das heißt bei Dalimil. Mhm. Ich gehe mich da mal umsehen. Vielleicht frage ich auch gleich mal nach Hilfe, und falls wir sie deswegen brauchen. Deswegen will ich ihn mitnehmen. Wir treffen uns am Fluss. Das ist während genau der spielt, Grund. Werde ich den Rest bei Schledons Händler besorgen. Hm? Bis dann. Weil er weiß sofort, was er tun lass muss. Lass dich nur nicht übers Ohr hauen. Was? Nein. Das schafft so leicht keiner. Dann legt aber los. Gav weiß halt, wo er nachfragen muss. Der ist so für sowas super geeignet zum Vorschicken. Okay. Dann begeben wir uns mal dahin. Oh, wir haben wieder Nebenquests. Warte mal, hatten wir hier nicht auch so ein Dings mit den Nebenquests zum Annehmen? Ich glaube, ich auch schon ewig nicht mehr drauf geguckt, ne? Hier drüben bei dem Typen. Neben dem stillen Stifter. Ja, ich glaube nicht, dass der Mogri gerade was für uns hat. Die haben wir ja gerade erst gemacht. Ja. Okay. Wie geht's, wie steht's? Ist was für dich dabei? Ja. Wow, das geht schnell. Da vorne. Einen schönen Tag, Sid. Was bringt dich hier? Eine Nebenquest. Die Kristalle vom Schweif sind allesamt nutzlos. Tja. Für all die unverkauften Fässer. Juhu. Lange nicht gesehen. Ah, Clive. Du kommst genau zur rechten Zeit, wie immer. Natürlich. Ich habe eine Sorge, bei der du mir vielleicht helfen kannst. Klar. Erzähl. Man flüstert, es seien zwielichtige Gestalten in der Nähe des Dorfes gesichtet worden. Okay. Dazu diese Geräusche. Rascheln im Gestrüpp. Die Leute fürchten, sie werden beobachtet. Vielleicht sind es nur blank liegende Nerven. Verständlich bei dem, was gerade passiert. Vielleicht ist es aber auch der Auftakt zu etwas Gefährlicherem. Verzeih, wenn ich das so sage, aber dein Riecher für Probleme könnte hier von Vorteil sein. Ja. Natürlich. Wir gucken uns das mal an. Exzellent. Ich meine, wenn wir schon den richtigen du Riecher haben. Du könntest zunächst mit den Einwohnern von Kielbrück sprechen. Mhm. Höre ihnen zu und ziehe deine eigenen Schlüsse. Das machen wir sowieso. Mach ich. Das machen wir sowieso. Na, wer hat denn was zum Plaudern? Hallo Sid. Setz Hi. Dich hin, wo du willst. Gut. Nö. Mal hören, was die Leute hier erzählen. Ich frage mich, ob es nur Einbildung ist.
oder etwas, das wir ernst nehmen müssen? Naja, wenn es etwas ist, was wir ernst nehmen müssen, dann beseitigen wir es. Punkt. Dann wollen wir mal. Hallo, Sid. Kann ich helfen? Ja, das vielleicht. Ich habe eine Frage. Quentin hat etwas von verdächtigen Schatten in den Wäldern gesagt. Hast du irgendetwas bemerkt? Das. Mir ist nichts aufgefallen. Schade. Ich habe die Gerüchte gehört von den Jungs drüben auf dem Weingut, aber gesehen haben die auch nichts. Verstehe. Trotzdem danke. Die Jungs vom Weingut also, ha? Die Kristalle vom Schweif sind allesamt nutzlos. Naja, da gab es ja schon mal Probleme. Tja. Juhu. Hast du kurz Zeit? Im Wald draußen soll irgendwas vor sich gehen. Hast du was gesehen? Was Verdächtiges? Nein, aber etwas gehört. Wie Kratzen auf Metall, als schärfe jemand ein Schwert. Ah, wo war das? Lobers Forstweg. Ah, ich habe Kräuter gesammelt. Sehr genau. Und es irgendwo zwischen den Bäumen gehört. Ah, da ja. Bin ich gerannt, so schnell ich nur konnte. Bloß weg von dort. Verstehe. Ich sehe es mir an. Danke. Aber vorher reden wir noch mit der dritten Person. Oder? Nein? Schade, ich dachte, wir reden noch mit der dritten Person. Okay, aber wahrscheinlich hat die... Der Forstweg ist wohl unsere heißeste Spur. Was meinst du, Torgal? Ne? Sehen wir uns den genau auch an? Auch kein Verdacht. Und wenn wir jetzt schon das haben, dann können wir auch gleich hin. Haben wir wohl aus Versehen mit der richtigen Person geredet, ne? Da. Mist, wir wurden entdeckt. Ach. Schnappt sie, bevor sie fliehen. Wieso sollte ich fliehen? Hier? Ihr solltet fliehen. Was zur Hölle wollt ihr hier? Was geht dich das an? Aber ist auch egal. Viel. Zeugen werden mundtot gemacht. Und zwar ohne Ausnahme. Na, dann versucht das doch mal. Auch nicht um die Ecke kommt, ne? Ach, hier sind auch mehr von denen. Schnapp sie! Da, Torgal! Ach, Mensch, nur weil ich gerade gewechselt habe. Immer wenn man eine Fähigkeit einsetzen will, dann müssen die da mit solchen Ausweichdingern kommen. Naja, immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Die Schwarzschilder. Ja. Planen sie einen Angriff auf Kielbrück? Ich muss hoffe doch nicht. Warnen. Ja, das sollten wir. Naja, zumindest war es nicht nichts. Ja, die Schwarzschilde bilden ja wirklich eine Bedrohung, ne? Was
es auch immer gleich langsamer wird, ne? Eben noch gerannt und dann so wieb. So. Clive, wie läuft die Jagd auf die finsteren Gestalten? Bis jetzt An ganz gut. An Logars Forstweg hatten sich Schwarzschilde versteckt. Sicher kommen mehr. Ja. Schwarzschilde. Einst die Bluthunde der Kaiserin. Ja. Heute dienen sie jedoch einem anderen Herrn. Jemandem, der nicht nur mich, sondern auch all jene in meiner Obhut tot sehen will. Wem denn? Und wie es scheint, hat die Meute die Fährte der Beute aufgenommen. Verdammt nochmal. Ich hatte gehofft, mir bliebe mehr Zeit. Mehr Zeit für Vorbereitung. Mhm. Aber in die Enge getrieben, bleibt nur der Gegenangriff. Und darum schlagen wir zurück. Ah ja. Entschuldige, aber das musst du mir erklären. Wem dienen die Schwarzschilde jetzt? Und warum sollte er deinen Tod wollen? Gute Frage. Weil ich seinen Tod will. Wessen? Ich rede vom ehemaligen obersten Richter San Brex. Kiel habe ich für ihn aufgebaut. Ich verstehe immer noch nicht. Wieso er? Wieso Kielbrück? Es ist wohl an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Na dann, plauder mal. Ich war früher einmal ein Justizbeamter. Denn die Ungerechtigkeit der Welt widerte mich an. Ich wollte sie bekämpfen. Und das tat ich auch. Auf meine eigene Weise. Nicht wenige korrupte Beamte wurden von mir in genau die Zellen gesteckt, in die sie Unschuldige geschickt hatten. Männer, für die das Gesetz nur eine Peitsche war, um Machtlose zu schinden. Ich war nicht allein. Es war der oberste Richter, der mir half. Er war mein einziger Verbündeter in meinem Kampf für Gerechtigkeit. Was Aber der hat doppelt dann? Gespielt, ne? Ich erfuhr, dass er Träger jagte. Als Sport. Er teilte meinen Hass auf Käuflichkeit und Laster überhaupt nicht. Seine Unterstützung für mich war nur eine Fassade. Ein Mittel, um seine Rivalen auszuschalten. Eine Maske, unter der er sich verbarg. Ich reichte sofort Klage gegen ihn ein. Aber es brachte nichts. Seine Reaktion jedoch war sehr viel heftiger. Er ließ meine gesamte Familie hinrichten. Au. Und das unter dem Deckmantel des Rechts. Ich verlor alles. Meine Liebsten, mein Einkommen, mein Ansehen, den Glauben, den ich einst hatte, dass die Gerichte ein Mindestmaß an Gerechtigkeit schaffen. Also schuf ich meine eigene. Ich spürte alle auf, die ihm dienten, und schnitt ihnen die Kehlen durch. Er Bis selbst auf ihn. Erwies sich jedoch als ein weitaus schwierigeres Ziel. Mit Geld und Macht ist man geschützt. Ich begriff, dass ich eine eigene Armee brauchte. Ich kam hierher, nach Kielbrück, und begann, Gleichgesinnte zu rekrutieren. Und jeder hier weiß, welchen Plan du verfolgst? Natürlich. Auch sie verloren ihre Liebsten bei den Jagden auf Träger. Sahen, wie ihre unbescholtenen Freunde an den Galgen kamen. Alles unter dem wachsamen Auge des obersten Richters. Unsere Wunden sind dieselben. Und unsere Sache ist es auch. Wir sind Kameraden. Und unsere Rache ist bereits im Gange. Ja. Wir kennen sein Versteck. Kennen die Zahl seiner Wachen und ihre Stärke. Was wir bis jetzt nicht wussten, war jedoch, dass seine Pläne womöglich auch schon im Gange sind. Quentin. Wir haben wenig Zeit. Er könnte jeden Moment zuschlagen, sofern wir nicht zuerst angreifen. Mit wir meinst du mich? Freunde und Kameraden, es beginnt! Auf in den Krieg! Helfen wir denn? Irgendwie? Ich meine, wir könnten helfen. Wir haben Kampferfahrung. Er hat seine Entscheidung getroffen. Ja. Ich würde gerne mithelfen. Aber anscheinend geht das wohl nicht. Schade. Das ist wirklich schade.
Aber vielleicht kommt das ja noch, wenn wir in der Story weiter vorangeschritten sind. Vielleicht brauchen wir unser riesiges Dampfschiff dafür. Die Enterprise. Da muss ich sagen, freue ich mich aber wirklich drauf. Aber wahrscheinlich brauchen wir die auch, um hinten hinzukommen. Ist was für dich dabei? Ansonsten kommen wir wahrscheinlich nicht, waren das die Valuta? Ja, das waren, glaube ich, die Valuta, ne? Huch. Huch, nein. Hier hinten hin. Dahin. Ohne das Schiff. Wird wahrscheinlich schwierig. Okay. Die feinsten Schnuppert mal, aber ich kann doch nicht einfach den Laden allein lassen. Ah ja, was ist denn? Einfach gegangen. Und er hat nicht einmal Bescheid gesagt. Oh. Ist was passiert? Ach, mein Lehrling. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Okay. Ich würde ja selbst versuchen, ihn zu finden, aber ich muss doch im Laden bleiben, jetzt wo der Junge weg ist. Ja, doppeltes Dilemma. Wende ich mich ungern, aber ich habe keine Wahl. Bitte, kannst du nach ihm suchen? Klar, machen wir. Ich meine, wir haben ja schon mal einem Lehrling geholfen. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wo könnte er hingegangen sein? Ach, weißt du, bestimmt hat er sich irgendwo hingesetzt und starrt auf Drachenfang. Er hat früher dort gearbeitet und die Zerstörung hat ihn mitgenommen. Mhm. Verstehe. Dann werde ich mich mal umsehen. Ja, das machen wir. Ist das nicht der mit den Wolkenbrötchen? Die so fluffig sein sollen wie Wolken mit einer Kruste? Teller und Töpfe! Ach, wahrscheinlich müssen wir zu den Terrassen, ne? Ich sage dir, er ist weg. Timmer? Was darf sein? Ich brauche wieder ein bisschen was. Hab Dank. Bitte sehr. Hab Dank. Hast du noch was für mich? Hm, ja, komm. Bitte sehr. Mhm. Geh mit Gilbert. Jupp. Und los. Pfleg, Ambrosia. Das wird sie. So schnell wie der Wind. Wenn er sich da hingesetzt hat, dann könnte er tatsächlich sogar in Gefahr sein. Ne? Ich meine, das war das letzte Mal nicht ganz ungefährlich hier. Na, mal schauen, wo wir ihn finden. Na, das Wo ist ja geklärt, aber, ne? Der Mutterkristall. Die Minen. Tja. Hier soll er sein. Na komm, steig ab. Was ist er denn? Ach da. Na, zumindest ist er nicht in Gefahr. Juhu. Muss schwer sein. Verzeihung. Was willst du? Der Bäcker sorgt sich um dich. Ich bin wirklich ein armseliger Nichtsnutz, was? Auf Wie jeden kommst du Fall darauf? Bäcker. Der Meister bereut seine Wahl bestimmt. Ach Quatsch. Früher hat der Ausblick auf den Mutterkristall meine Nerven beruhigt. Aber jetzt... Du vermisst also den Mutterkristall? Ich hab ihn gehasst. Aber er war meine Welt.
seine Minen mein Zuhause. Und mit ihm wurde ein Teil von mir zerstört. Jetzt schwing ich einen Rührlöffel statt meiner Spitzhacke. Aber backen liegt mir nicht. Meine Brote sind katastrophal. So hohl, wie ich es bin. Nur der Mutterkristall konnte diese Leere in mir füllen. Oh, ich hab ihn geliebt, verdammt. Jetzt ich dachte, du hast ihn gehasst. Für immer. Was denn nun? Was soll jemand wie ich jetzt nur tun? Wie soll ich je wieder Freude empfinden? Bewahre die Erinnerung. Dadurch wird der Mutterkristall immer und überall bei dir sein. Sogar in der Backstube. Ja. Ich war wirklich dumm. Danke, mein Freund. Danke. Jetzt ist mir alles klar. Gerne. Ich muss sofort zurück zum Laden. Leb wohl. Naja. Geh mal. Warte. Das war schnell. Und einfach. Na, hoffentlich kommt der Heil dort an. Tja. Lauf ihm doch hinterher. Gut so. Ja. Ich meine, wir sind immerhin mit Chocobo unterwegs. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Das nehmen wir auch gleich mit. Aber ich denke mal, der ist heil angekommen. Was haben wir denn da? Ja. Den Rest laufe ich. Ja, das kriegen wir hin. Ich sage dir, er ist weg. Das kann gar nicht sein. Seht nur diese Feinheit. Oh, wo sind Kupkas Soldaten hin? Leckeres Fleisch. Tja, da wo er ist. Ah, da bist du ja. Du hast ein richtiges Feuer in meinem Lehrling entfacht. Ha. Ja. Vielleicht sogar ein etwas zu großes Feuer. Er hat mich auf dem Weg zum Ofen fast umgerannt. Meister, tja. Sie ist fertig. Seht doch, die Drachensemmel. Eine wirklich einzigartige Schöpfung. Ei. Da dürftest du recht haben. Ich kann's kaum fassen. Das perfekte Ebenbild Drachenfangs in Brotform. Spitze Gipfel, üppige Ausläufer, die einladende Höhlung. Gut, meine Leibe mögen oft in der Mitte einsinken, aber was ist Drachenfang schon ohne seinen Krater? Na, ein beliebiger Berg. Sieh doch, innen. Innen ist sie bis zum Bersten gefüllt mit den wunderschönsten Kristallen. Salzkristallen. Meister, das ist meine wahre Bestimmung. Durch meine Arbeit hier die Erinnerung. Könntest du die bitte anders füllen? Zu bewahren. Nun, wenn sie auch genauso einzigartig schmecken, dürfte dir das sicher ein leichtes sein. Aber bitte ohne Salzkristalle. Oder mit ein bisschen weniger. Mein Lehrling ist nicht nur zurück, sondern strengt sich auch endlich richtig an. Und wer weiß, vielleicht wird seine Drachensemmel ja ein Erfolg. Mit ein bisschen Abänderungen, ja. Jedenfalls vielen Dank. Ach, das war einfacher. Das war einfacher. Und tschüss. Wie wäre es mit einem schönen Geschenk? Und wir müssen jetzt da hinten hin, hm? Na, er ist ja nicht weit. Das muss der Fluss sein. Ja. Und wo steckt Gav? Ich gehe mal davon aus, da beim Marker werden wir ihn finden.
Na, sieh mal eine an. Hi. Ich weiß, ich habe mir Zeit gelassen, aber... Besser spät als nie. Ich habe die Gegend abgesucht. Hier sollte am meisten Sternsand zu finden sein. Also nehmen wir einfach so viel von dem Zeug mit, wie wir können. Ja. Keine Ahnung, was Schledern damit vorhat. Ich habe in Dalimil rumgefragt und alle meinten, es taugt nichts. Ah, ja. Aber wenn Schledern Sternsand will, soll er Sternsand bekommen. Hier liegt ja genug davon rum. Wir müssen ihn nur einsacken. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir uns ans Werk. Jawohl. Los geht's. Let's go. Na, müssen wir gleich kämpfen. Nein, du sollst einsammeln. Dankeschön. Das ist also Sternsand. Bis auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Tja. Ah, 5 Stück, okay. Ah, da oben haben wir auch noch was. Aber das Problem hat ja Final Fantasy 15 auch schon mit dem Springen und Aufheben. Na, wo ist das letzte Stück? Entschuldigung. Ja, ich habe nur was anderes gefunden. Okay, das müsste da vorne irgendwo sein. Ach, da. Richtig dran vorbeigelaufen. Na dann. Das sollte wohl reichen. Ja. Mal sehen, wie hoffe ich doch. Schlägt. Na, ich hoffe, dass er sich gar nicht schlägt. Das würde heißen, dass er sich mit irgendwem prügelt. Juhu. Oh ja, da ein bisschen was mitgenommen, ha? Bist du fertig? Wie viel Sand hast du? Genug. Hoffe ich. Naja, Gav hat ein bisschen mehr geschaufelt, ha? Ach, du... Sieger. Ah, ja. Selbst Schledorn wird da nichts zu meckern haben. Na dann. Du, hör mal. Können wir uns kurz unterhalten? Klar, worüber? Worum geht's? Ist schon ewig her, dass wir richtig geredet haben. Von Mann zu Mann und so. Ja. Jetzt, wo du sagst. Als du gerade Sids Nachfolger angetreten hattest, war das anders. Wir haben über alles beraten. Es gab viel zu regeln. Das gibt es immer noch. Okay. Spürst du langsam die Last auf deinen Schultern? In letzter Zeit sieht man dich ja kaum noch im Versteck. Immer bist du irgendwas erledigen. Ja. Du kannst dir ruhig mal einen Tag frei nehmen. Du gehst doch selbstständig hinter feindlichen Linien spionieren. Nur weil du mich dauernd hinschickst. Tja. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Ja. Ebenso. Also schick mich einfach dahin, wo du mich brauchst. Dann mach ich auch weiter. Das hätten wir sowieso. Im sicheren Wissen, dass ich ein Zuhause habe. Oh. Dank dir. Das ist lieb. Na, dann wollen wir mal nach Hause, hm? Gut, das reicht für heute mit der Gefühlsduselei. Sehe ich auch so. Bring das Zeug lieber schnell zu Schledern, bevor er noch mit seinem Hammer um sich wirft. Ja. Geh schon mal vor. Ruh dich etwas aus, wenn du da bist. Na, wir kommen ja direkt danach. Kannst du mir glauben?
Natürlich erst dann, wenn Schledorn hat, was er braucht. Na dann. So. Bereit heimzugehen? Ja. Die Nebenmission haben wir ja schon gemacht. Die haben wir ja erledigt. Hoffen wir, Schledorn hat genug Sand. Hoffe ich doch. Aber es kann sein, dass er noch mehr braucht. Als nur Sand, meine ich. Juhu! Ah ne, das hat ja Dings Otto erledigt, ne? Schledorn, hast du jetzt alles? Gute Frage. Ja, glaube ich. Ah ja. Danke für den Sternsand. Sollte fürs Erste reichen. Okay. Wir sollten uns öfter für Missionen zusammentun. Ja. Ich hock's meistens so ganz allein im Feindgebiet rum. Dann mache ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Mhm. Wird aber etwas dauern. Also falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu starren. Ich hab doch schon. Ich gehe gleich zu mit und sag ihr Bescheid. Dann kann sie mir gleich die nächste Aufgabe hinterher schmeißen. Wir sollten dann wohl auch zurück an die Arbeit. Na, du sollst dich auch ausruhen. Was ist? Klar. Aber ruh dich aus. Meine Güte. Okay. Dann wollen wir mal. Wenn wir schon dran vorbeirennen, dann können wir auch gleich nochmal dahin. An den Grenzübergängen werden Truppen zu. Aber ich glaube, da ist nichts. Nun, das ist nicht überraschend. Clive! Ja. Bitteschön. Schade. Gesehen? Ja. Und was hast du für mich? Willkommen beim Stillen Stifter. Deine Gönner sind sehr großzügig. Ah, ja. Stimmt. Hier, bitte. Cool, danke. War's das? Das heißt, du hast auch nichts für mich, ne? Ja, aber du bist trotzdem süß. Ja, ist auch noch alles erledigt. Dann wollen wir mal. Bald was einfällt. Ja, ein Teil der Lösung haben wir ja schon. Schledorn an der Panzerung arbeitet. Wunderbar. Eins von dreien hätten wir. Ja. Und? Was kommt jetzt? Der Helm, würde ich sagen. Mhm. Für den brauchen wir Material von den Gefallenen. Du meinst aus den Ruinen? Ich dachte, das Material wäre so schwer zu bearbeiten. Also gut, dass wir das nicht müssen. Ach nicht? Zufälligerweise gibt es da diese eine Ruine, deren Bruchstücke exakt die Form und Größe haben, die wir für unser Schiff brauchen. Ja. Dingsbums, da kann dir mehr erzählen. Bitte wer? Dingsbums. Ah ja. Das sollten wir nicht sagen. Das sollten wir ihr wirklich nicht sagen. Wir sollten sie weiterhin Helena nennen. Sid, sicher geht es um den Helm. Ja. Ja. Ich bin in Mits Auftrag hier. Oh, dann zeige ich dir mal die Pläne. Oh ja, also, danke. Das hier ist der Mithril-Antrieb und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze wird wiederum in Antriebskraft umgewandelt. Die überschüssige Hitze wird von Wärmeverschubaggregaten aufgenommen, abgeleitet und dann an die umliegende Luft abgegeben. Nur... Mhm. Würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschubkoeffizienten um ein Weites übersteigen, weißt du? Anders Nein, gesagt, weiß ich nicht. Der Reaktor würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und das würde ich eher verstehen. Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden.
und dient als eine Art Wärmesenke, die die überschüssige Energie absorbiert. Unsere Experimente zeigen, dass das Material aus den Ruinen extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei, was es zum perfekten Baustoff für unsere Schutzhaube macht. Wenn, und ich bete wirklich, dass es nie passiert, Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und Kräfte freisetzen, die das Schiff zerfetzen, vom Heck bis zum... Dankeschön. Ja, das war sehr bildlich. Matt wollte wohl Teile einer bestimmten Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Sie liegt an Lubers Forstweg nahe Kielbrück. Ja, da waren wir doch erst. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Ah. Einfach so hineinspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Naja, aber wir kriegen das hin. Verstehe. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Absolut. Oh, sehr sogar. Danke, Sid. Gerne. Meine Leute und ich machen uns gleich auf den Weg. Hm? Wir treffen uns an der Ruine. Okay. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Der Timer hat gerade gebimmelt. Das heißt, jetzt wird erstmal gespeichert. Ja, danke schön. Na komm. Und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.